Die Geschichte von Bleiburg beginnt hier in Jasenovac, weil in diesem Lager zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Roma, Serben und Juden begangen worden waren. Es waren damals vielleicht 1 Million Menschen unterwegs, darunter etwa 300.000 deutsche Kriegsgefangene, Flüchtlinge aus allen Richtungen und Menschen, die die Russen vor sich hertrieben. Hier in Kärnten hat man Details und Ergebnisse gefunden, die auf diese brachiale Balkan-Tötungsart zurückzuführen sind. Simo Dubajic war mit seiner 4. jugoslawischen Armee, der 11. dalmatinischen Brigade, auf der Gurkha-Brücke bei Klagenfurt stationiert. Hier waren sehr viele Verbände zurückgezogen, im Flüchtlingslager Grafenstein. Simo Dubajic hatte dort die Aufgabe gehabt, vor allem die kroatischen Ustascha und Domobranen sowie andere faschistische Kollaborateure wie die slowenischen Domoranzen herauszufiltrieren. Da wurden bereits an der Gurkha-Brücke die ersten Flüchtlinge erschossen. Der Großteil wurde jedoch gefangen genommen und nach Jugoslawien gebracht. Slowenien ist übersät von Massengräbern, nicht? Wir haben ein Meer von Blut für die Brüderlichkeit und Einheit unseres Volkes vergossen. Und wir werden niemanden erlauben, diese Brüderlichkeit und Einheit zu verletzen oder von innen zu zerstören. Massenmord nach dem Krieg hat keinen Vergleich in Europa, auch nicht in Russland, in Sowjetunion. Fluchtpunkt Kärnten mit den Zusammenhängen des Zweiten Weltkrieges, dem damit verbundenen faschistischen Pavelić-Kroatien und der kommunistischen Revolution unter Marschall Tito, ist nur ein Augenaufschlag in der Geschichte. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Geschehnissen und die Suche nach der Wahrheit zur Verhinderung einer Wiederholung der Geschehnisse muss weiter betrieben werden.